Das, was die Firma Texas Instruments behauptet, kann doch eigentlich gar nicht stimmen. Und zwar sagen sie, dass in jedem technischen Gerät auf der Welt, also auch das, was du gerade in der Hand hältst, ein Texas Instrument Bauteil drinnen ist. Wir finden sie jetzt raus. Ich habe nämlich zu Hause alle möglichen technischen Geräte abfotografiert und wollen jetzt mal wissen, ob da wirklich ein Texas Instrument Bauteil drin ist oder nicht. Jetzt wird spannend mit Mark. Okay, here we go, Mark. Motor driver. Water boiler im Wasserkocher. An AC to DC power supply. Okay, ein AC-DC-Wandler hier. Let's say a battery gauge. How about my e-book reader? Maybe a capacitive touch sensor. Im TV. How about an infrared transmitter? Infrarot-Technologie haben sie auch, das gibt's ja nicht. Jetzt aber im Ofen. Temperature sensor. Temperatursensoren gibt's auch. And my wallbox, my charging station. Okay, how about a microcontroller, a voltage sense, a current sense, an isolator, a gate driver. We have everything for this. Okay, also Elektromobilitätswelt sind sie auch zu Hause. Bonus question, in my car. Okay, microcontroller, a battery monitor, a pack monitor, a voltage sensor, a position sensor, a motor driver. Mark, das ist so impressive. Texas Instruments kennen die meisten nur vom Taschenrechner und die Firma hat einfach 80.000 Produkte, die in allen möglichen technischen Geräten drin sind und einfach unsere Welt zum Funktionieren bringen. Very impressive. Thank you.